Ich bin der Flamur Schala vom Unternehmen Fokusstrategie GmbH. Ich gebe online Nachhilfe in Luzern und Umgebung. Und zwar in der Mathematik. Wir wollen das mal die Wurzel von 7 bestimmen. Wir nennen hier dafür als Hilfe unser Rechteck, Höhe A, Breite B. Wir übertragen das in ein Quadrat. Und zwar machen wir das folgendermaßen: Höhe wird die Breite übertragen. Wir suchen Mitte M. M ist gleich A plus B Zweitel. Sobald man das hat, zeichnen wir einen halben Kreis um das M. Der Radius ist dann natürlich A plus B Zweitel. Wir ziehen hier die Linie gerade auf, bis sie sich hier mit dem Halbkreis schneidet, verbindet M Mittelpunkt mit dem Punkt hier oben. Und wir haben hier die Hypotenuse R. Ja, also R ist gleich A plus B Zweitel, also gleich M. Gleichzeitig haben wir hier in dem rechtwinkligen Dreieck die Höhe C. Wenn wir hier die Höhe Breite übertragen, dann haben wir hier das C Quadrat. Das C Quadrat, das ist gleich 7 gleich A mal B. Und das, wollen wir, das Ganze wollen wir uns zunutze machen. Beziehungsweise auch hier das Wissen, dass die Hypotenuse leicht grösser ist als unser C. Also C i gesucht ist etwas kleiner als R. So legen wir los mit 7. Wir suchen hier passende Werte für A und B. Passende Werte bedeutet, dass C so nahe wie möglich an R ist. Und hier dafür muss eben A und B so nahe wie möglich aneinander sein. Also wir suchen zum Beispiel einen Wert wie 1 mal 7. 2 mal 3,5. Das ist auch eine mögliche Lösung. Ja? Und wir bleiben gerade bei diesem Wert. Das heisst, wir setzen 2 mal 3,5 ein und schauen nachher, durch Ausprobieren, durch Einsetzen, dass wir eben die Wurzel von 7 finden. Jetzt berechnen wir m, das ist a plus b Zweitel, und das wiederum ist 2 plus 3,5 Zweitel, und das ist 5,5 Zweitel, was wiederum 2,5 ist plus 0,25, genau. Also 2,75, das ist gleichzeitig unser r. Jetzt wissen wir, das c, das ist etwas kleiner als r. Das heisst, jetzt müssen wir ein bisschen hier ausprobieren, bis wir zur Lösung kommen. Wir machen hier mal Platz. Es könnte fast ein bisschen schwieriger werden als bei den grossen Werten. Also ci im Quadrat gleich 7, beziehungsweise ungefähr 7, das ist wichtig. Und wir haben hier 2,75 und es soll tiefer sein, also rechnen wir mal mit 2,7. Jetzt nehmen wir 2,7 ins Quadrat und haben hier 2 plus 0,7. Mal 2 plus 0,7 und das geht wiederum 4 plus 1,4 mal 2 plus 0,49. Und das ist wiederum 4 plus 2,8 plus 0,49, 6,8 plus 0,49 und das ist 7,29. 7,29, wir sind schon relativ nahe an der Lösung. Schauen wir jetzt mal weiter. Schauen, was das für einen Einfluss hat, wenn wir um 0,1 runtergehen, also wenn wir um 2,6 rechnen. Jetzt haben wir hier 2,6. 2 plus 0,6. Was geht das? Das geht 4 plus 1,2 mal 2 plus 0,36. Das heisst, jetzt haben wir hier 4 plus 2,4 plus 0,36. Und das ist wiederum 6,76. Jetzt sehen wir, bei 2,6 sind wir schon drunter, 6,76. Also das geht jetzt relativ zügig, merken wir. Die Lösung wird wahrscheinlich bei 2,65 liegen. Wir können das kurz prüfen, wir können es noch kurz durchrechnen. Und dann haben wir das. Oder wir können es auch einfach annehmen. Und mit dem hätten wir auch bereits schon die Wurzel von 7 bestimmt. Also gleich 2,65. Wir wollen es jetzt aber trotzdem noch kurz überprüfen. Sicher ist sicher und dann wissen wir, wie das aussieht. Dann haben wir hier 2 plus 0,65 mal 2 plus 0,65 und das geht wiederum 4 plus 2 mal 0,65. Was geht auch das? 1,2, 1,3, das 2 mal plus 0,65 im Quadrat. Das heisst 65 mal 65 geteilt durch 10'000. Und das ist wiederum
5 mal 65, was gibt das? Das ist die Hälfte von 650, also 325 haben wir schon mal drin. 325 plus 60 mal 65. Das heisst, also 6 mal 65, das geht 325 plus 65. Und dann noch ein 0 hinten anhängen. Ja? Das heisst, wir haben hier 385, 390 und ein 0 anhängen, gibt 3900. Also rechnen wir hier folgendes, falls ich jetzt keinen Fehler gemacht habe. 5, 2, 2, 1, 4. 4225. 4225 geteilt durch 10.000 ist plus 0,4225. 0,4225, das ist gleich 5, also, ne, Achtung, aufgepasst, wenn das sehr exakt sein, also da haben wir 4 plus 2,6 plus 0,4225, et voilà. 6,6 plus 0,4225, das geht 7,0225. Das heisst, es liegt noch ganz leicht drunter. Wir können vielleicht auf 2,64 runtergehen und mit dem haben wir die Wurzel von 7 bereits berechnet.